Jo, willkommen zurück in meinem Albtraum. Ja, eigentlich nicht mein Albtraum. Mein Albtraum sieht anders aus. Ja. Das wünsche ich mir auch manchmal, wenn die Gänge zu lang sind. So, einfach mal. Ist nicht reicht eine Pistole. Wieso ist das alles in Slow Motion? Oh. Ich wollte sagen, ein neuer Gang, aber. Das stimmt hier gar nicht. Hä? Zum Ich war jetzt mal absichtlich so still. Einfach nur, um meine Ratlosigkeit einwirken zu lassen. Ja, ganz gemütlicher Fahrstuhl, ne? Jetzt hört doch mal auf. Es ist doch bereits geklärt, wo wir morgen feiern gehen. Ich brauche nicht noch mehr E-Mails. Mission. Primary objective are to secure Halen and others wait, and to eliminate Paxton Fettel. Fear Point men should also attempt to gather intelligence on facility and Archman Security's objective at the site. Ja, die eierlegende Bäume ist so. Ne, sag ich jetzt nichts zu. Ich habe genug von Biologie erstmal. Zumindest für den Moment. Incursion. Da ich ja meine Vorabiklausur letzten Montag geschrieben habe in Bio, will ich jetzt erstmal eine Weile nichts davon wissen. Sonst hätte ich jetzt irgendwas zur DNA gesagt. Aber das sparen wir uns mal. Wir wollen ja die komische Kamera halt nicht erschrecken. Ah! Sie kann durch Pappkartons durchschießen. Ist mal ganz ruhig da hinten. Sehr gut. So. Ja, Selbstschussanlagen sind nicht so smart, wie wenn die Schussanlagen nicht selbst gesteuert sind. Sprich, wenn sie gesteuert werden. Nö. Ja, in der letzten Folge habe ich ja noch gesprochen über, dass meine Skills im Kommentieren wohl gestiegen wären. Ne? Ja, der Meinung bin ich immer noch, ich wollte ja von einer. Ich gehe eigentlich generell bei fast allen LPern von einer gewissen Lernkurve aus. Dass jeder, also fast jeder ziemlich peinlich startet. So wie ich. Also vielleicht nicht so peinlich wie ich. Es hat alle seine Extremen irgendwo. Aber. Extremer. Und sich das dann irgendwie bessert, oder wenn es sich nicht bessert, dann reguliert es sich, und wenn sich das nicht reguliert, dann ja. Ich habe immer noch einen langen Weg vor mir. Bis ich selbst mit mir zufrieden wäre, glaube ich. Aber Improvements zu sehen an sich selbst ist doch mal ein bisschen was Schönes. Ja. Eine Improvement am PC wäre auch geil. Das ganze Gelege. Und das bei so einem scheiß alten Spiel, ey. Ehrlich. Ich überlege schon, ob ich meinen PC upgrade. Hab mir nämlich zufällig gestern ein paar Sachen angeschaut. Muss da so kommen wird, ne? Momentan spiele ich ja mit nur Quad-Core. Und eine 285 GTX GeForce und nicht das Schlechteste. Vor allem war der Quad-Core schon auf. Was war's? Ja, okay, ist nur auf 2,8 fährt er nur. Aber ist besser als
Ja, er ist mittlerweile auch schon so 1,5 Jahre alt oder so. Oder fast schon 2. Und das große Problem ist, was mich stört, ist, dass es kein. Ja, dass ich halt noch ein scheiß altes Motherboard drin habe. Sprich, es ist wirklich ein Quad-Core und kein i7. Und da liege meine Präferenz im Moment. Und natürlich eine neue Grafikkarte, versteht sich. Das würde mein Videobearbeitungsalltag einfach mal schöner wirken. Naja, nicht schöner wirken lassen, aber verschönern. Durch verkürzte Renderzeiten und sonstiges. Ja. This way. Nein. Oh, shit. Die sind oben. Ich kann die. Granate. Ich kann die nicht umboxen. Take cover. Ich kann einfach zu denen hochgehen, ne? Also, das ist die ganze Anlage hier ist voller. Ah, shit. Do something about him. I'm not finished wiping these drives. Keep firing. I need more time. Der verbrennt gerade irgendwelche Akten, der fucking Mape. Dich komme ich auch noch holen, Mape. Denk this nicht. way. Scheiße. Wieso sind jetzt wieder irgendwelche Menschen hier, ey? Das mag ich ja gar nicht. Kostet zu viel Energie. Get down. Ja, geht Ja, ich weiß, die klingen, als ob sie sterben würden. Aber sie sterben nicht. Und das Blut ist auch nur Farbe. Siehst du? Get out of there. Was? Lebt er? Ja, ich sag dir, das Blut ist nicht. He's trying to flank. Das war auch schon vorher da. Help me! Oh ja, Featuring Krankenwagen. Ich hoffe, den hört man nicht. Aber wahrscheinlich hört man den doch, weil. Ihr müsst wissen, ich spreche eigentlich ziemlich leise. Weil es ist seltsam, wenn man mit sich selbst spricht. Also zumindest, wenn ich mit mir selbst spreche und keiner da ist, der zuhört. So wie es jetzt gerade der Fall ist, ne? Dann spreche ich leiser als normalerweise. Live birth to the prototypes. Seems Wade wasn't convinced the psychic characteristics were genetic. He figured there was a better chance it'd be passed along if the fetus gestated inside the subject. So they put her in a coma, made her carry a genetically engineered baby to term, then induced labor. That's pretty fucking sick. Also wenn ihr euch das gerade ja, MSN, wenn ihr euch das gerade angehört habt, dann ist das wirklich ziemlich krank. Wenn man sich das mal vorstellt. Und das ist gen. Natürlich, sie sprechen da über Alma. Und das ist genau der Grund, warum ich mit Alma eigentlich Mitleid habe. Weil die kann dafür nichts, ne? Die hat nur Kräfte. Und wegen diesen Kräften wird sie gemobbt, gehasst und letztendlich, ja, von der Regierung, ja, mehr oder weniger von der Regierung für wissenschaftliche Experimente als Guinea Pig, als Versuchskaninchen missbraucht, ich meine. Kann ja eigentlich fast Mitleid mit dem Mädel haben. Wenn sie mich nicht versuchen würde. Naja, sie will mich ja nicht töten. Was sie eigentlich mit mir vorhat, sieht man ja im zweiten. Scheiße. Don't tell me. Oh, doch, da. I'm going! Hä? Ja, wohin gehst du? Was man ja eigentlich sieht im zweiten Teil erst, was sie mit einem vorhat. Was sie eigentlich von einem will. Okay, vielleicht kriegt man schon irgendwelche. Norton, do you really think you can get rid of the evidence by shredding documents and wiping hard drives? Genevieve Aristide dug her own grave and she's going to have to make herself comfortable in it. But don't be a fucking lapdog and jump in after her. All right. Wo ist der? Ja, das war der Helen Wade, der Vater von der kleinen Mrs., die wir hier aus dem komischen Gebäude rausbringen mussten und von der ich jetzt. Boah. Okay. Er ist noch. Er lebt noch! Ich habe ihn nur angeschossen, ja? Ich habe ihn nicht erschossen. Das ist ein großer Unterschied. Ich dachte, das wäre ein freundlicher
Typ oder so. Hat er mit mir geredet, aber... I'm moving in. He's over here. Zack. Und zack. Ja, das waren die Kollegen vom Anfang, die oben waren, wo ich nicht rankam. Denn wir sind jetzt oben. Wer hätte es gedacht? Und ich muss mich wirklich entschuldigen wegen diesen E-Mails, aber ich kann es gerade nicht ausstellen mittendrin. Ich habe ja vorhin extra 30 Minuten Pause gemacht. Nur um... Ja... In Hoffnung, es wäre vorbei, aber... Eigentlich ist die Diskussion auch schon vorbei. Es ist bereits geklärt. He's here! Nein, bin ich nicht. Ich bin nicht hier. Hä? Achso. Ja, ja. Das ist doch ätzend. Also ich hasse es persönlich extrem auch, wenn irgendwelche LPer dauernd irgendwie... Weiß ich nicht, Skype oder so... Klingelt ja häufiger mal. Oder irgendwelche Leute schreiben einen an. Das finde ich auch nervig, ja. Aber gerade vor allem mein MSN, das... Ist ja mal das Ätzendste überhaupt. Vom Geräusch her. Was E-Mails angeht. It's gonna blow! Woo! Ihr habt euch selbst umgebracht. Dafür übernehme ich keine Verantwortung. Ich hab da nicht drauf geschossen. Ne? It's gonna blow! Job! Und so. Mal gucken, wo es hier lang geht. Ja. Der typische Weg zur Arbeit. Ah, ja, so kommt man ja. Na toll. Ja, super, so hätte ich an der Schießanlage vorbeikommen können. Shit. Was eigentlich total unnötig ist, weil... Ich meine, die kann man ja leicht von der Decke holen, oder? Man nimmt zwar höchstwahrscheinlich ein bisschen Schaden. Zumindest, wenn man sich so anstellt wie ich. Ich bin der Meinung, es ist verkraftbar. So. Everybody take cover! Ja, genau. Hallöchen. Woher ich jetzt wusste, dass die jetzt hier stehen und ich meine Slow-Mo machen muss. Ich wusste es nicht. Ich habe mir sowieso was vorgenommen, einfach reinzugehen und Slow-Mo zu machen. Ah, the world is open. Pin him down! Wow! Nicht schon wieder so viele. So, umdrehen und jetzt die anderen beiden Hampelmänner da hinten jagen. It's a sniper! Was? What the hell? Wo seid ihr hier? Ein Sniper? Hallo? Shit. Ich muss die mal ein bisschen näher rankommen lassen. Ich helfe euch nicht. Wie ihr merkt, ich hau euch K.O. Nur zu eurem Besten, sonst müsste ich euch umbringen. I'm moving in! Na, den habe ich die Beine weggezogen. Ist ja unglaublich. Oh, das ist ja. Wow! You alright? Ne, anscheinend nicht. War ja voll der Bruce Lee Farme, wie er sich da über die Kisten rüber schwingt. Voll athletisch, ne? Ich glaube, nach der Folge werde ich nochmal eine halbe Stunde Pause machen. Diesmal nicht, weil ich irgendwie schockiert bin vom Spiel, sondern... Puh. Ja gut, ich mein, eigentlich kann ich damit auch nichts garantieren. Ich meine, E-Mails kommen, wenn sie wollen. Ne? Oder nicht, wenn sie wollen, wenn die Leute es wollen. He's here! Get down! Ja. Bis zur nächsten Folge.